Flussparadies. Servus, das Traumpaar ist unterwegs. Der Thomas und ich, wir sind nach der Ilm, die wir letzte Woche gefahren sind. Das Video ist hier oben. Sind wir heute auf einem wunderschönen kleinen Fluss, der fließt durch die Auwälder der Donau. Warum heißt das eigentlich Paar? Und wie schön wird die Tour? Mal schauen, später mehr. And Action! Jetzt fahren wir ein Stück durch Manching und dann geht's Richtung Voburg. Wir sind in der Nähe von Ingolstadt. Die Paar ist im Ingolstädter Becken und jetzt schauen wir mal, was auf uns zukommt. Minischwall unter der Brücke, später mehr. Das ist schon hier noch ziemlich flach. Ja. Wir kriegen da vorne, dann kommt noch die Sandrach von links. Das ist der größte Zufluss. Okay. Sandrach. Dann wird es nochmal ein bisschen mehr. Uhr vergessen anzuschalten. Ja, du willst noch mal zurück. Ja. Oh, ich auch. Aber jetzt sind wir dann zeitgleich. Hallo. Servus. Wow, Billy Bieber und seine Familie. Billy Bieber. Das sind so gemeine. Ja, genau. Schauen wir mal kurz hier. Gerade habe ich zum Thomas gesagt, der Fluss ist breit genug, da sind die Bäume nicht im Wasser, dass man nicht da irgendwie durchkommt. Aber was ist da los? Biber und Sturm. Das war doch ein Attentat vom Killer-Biber. Eieiei. Das ist zu knifflig da. Wenn es durch, weißt du aber nicht, ob es oben hängen bleibt vielleicht. Aber das ist ein Schmarrn. Verzweifelte Suche nach einem guten Pausenspot. Immer das Gleiche. Ich suche ganz oft einen schönen Pausenplatz und dann habe ich einen gefunden und denke mir, ah, okay, das geht schon. Dann fahre ich weiter nach meiner Pause und dann ist 200 Meter weiter das allercoolste Ding mit Bank und Sand und allem. So ist es manchmal. Aber ganz schöne Tour, oder? Ja. Schöner Fluss. Gemütlich. Gemütlich, gute Strömung, keine Umtragungen. Einmal diesen Baum kurz, war easy. Jetzt geht es dann gleich weiter, aber erst wenn der gute Nespresso-Kaffee vom Thomas leer ist. Richtig gut. Und wir schauen jetzt mal nochmal in das Auengebiet, zumindest von der Seite. Da oben ist nämlich die kleine Donau, so ein Altarm. Und schauen wir mal, ob wir den da irgendwo entdecken, diesen Altarm. Mal gucken. Der ist direkt hier vor unserer Nase. Der ist ja krass. Da hat der Biber freie Auswahl. Alte Donau oder Paar. Die Paar. Ein kleines Paradies. Aufpassen, dass wir nicht zum Paragleiter werden. Auch gut, genau. Jetzt dürfen wir nicht zum Paragleiter werden und reinfallen und eine Badeparade machen. Das Paar kommt übrigens von Bare, das ist freie Fläche. Heißt das Bare. Und es war in der Römer Zeit und auch im Mittelalter eine Verwaltungszentrale, Barre, und dann hieß es Bar mit B und dann wurde es in die Paar. Also Paar ist ein Treffpunkt, ein Gebiet für Verwaltung.
Da ist super. Da wäre unser Pausenplatz gewesen. Den merken wir uns fürs nächste Mal. Aber unserer war doch auch cool. Komm gar nicht an dich ran. Die Strömung ist so stark. Da kann ich Gas geben, wie ich will. Du hast eine Schmückung hier, ein Ast dranhängen an der Mütze. Das ist Schmuck. Aber das ist jetzt schon Wahnsinn hier, ne? Und deshalb würde mich interessieren, das sieht aus wie Kunstgras, diese grünen Dinger da. Jetzt kommt so eine kleine Insel. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob wir rechts oder links vorbeifahren. Geht, glaube ich, beides. Also links geht's sicher. Ich fahr rechts, du links. Bis gleich. Ich fahr rechts, du links. Bis gleich. Da musst du dann schnell steuern, ne? Zackam. Fast wäre es passiert. Kehrwasser unterschätzt. Ja, da dreht das Wasser dann ziemlich. Und ich laber noch. Und da drüben ist der Thomas. Jo, geht, oder? Fließt jetzt gerade parallel zur Donau und jetzt kommt gleich ein Spektakel. Wir haben jetzt hier noch einen Abschlussschwall, den wir uns anschauen müssen, deshalb gucken wir jetzt erstmal. Jetzt müssen wir uns konzentrieren, also rechts halten und dann rechts raus. Ich fahre mal noch ein bisschen weiter vor, dass wir Abstand haben. Also, jetzt aber volle Konzentration. Jetzt wird's schnell. So, schauen wir uns das mal an. Also, schauen wir das mal an. Paddel weg. Aber das ist generell, glaube ich, eine ganz gute Stelle, wenn man üben will. Aber da hängt ein Ast. Ja. Da hängt ein Ast, aber nee, da werden wir im Knien. Geht schon flott runter. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir. Weil von den Boards wird es uns bestimmt reinhauen. Wir haben gesagt, wir schwimmen das jetzt. Wir sind ja am Schwarzen Regenwald. Und da ist sowas gang und gäbe. Deshalb gutes Training noch einmal. Der Grizzly saust jetzt da runter. Mal schauen, wie es wird. Ich hoffe, ich überlege das Ding, aber so wild ist nicht. Aber doch ein bisschen wild ist schon. Okay. Geht schon. I need a hero. I need a hero.
Rucksack. Geht, oder? Für sowas gibt es einen Wurfsack. Den könnte ich den Thomas jetzt reinwerfen. Dieser Wurfsack ist natürlich lebensrettend, wenn die Strömung zu stark ist. Aber Thomas schafft es. Das ist zum Glück jetzt auch nicht im Sprudel passiert, sondern danach die Kehre. Und ich freue mich jetzt auf ein paar leckere Biere und was Gutes zu essen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Karden. War schön, dich kennenzulernen. Ja, wen soll ich Bescheid sagen? Vorher, nachher. Vorher? Mal schauen, wie es wird. Jetzt geht es dann gleich weiter, aber erst wenn der gute Nespresso-Kaffee vom Thomas leer ist. Richtig gut. Passt. Schöne Pause. Das ist gescheit kalt. Das sieht schon so kalt aus. Und da kommt nass. Oh! Nein! Echt nice da. Aber das ist jetzt, glaube ich, vom Baumhindernis her der Fluss so breit, dass wir überall durchkommen. Aber naja, da irgend dieser ganz lange Baum da, wo du so schön durch bist, das war so ein Highlight. Wie das Ganze ausgeht hier, an diesem strudeligen Stück, seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Wie das hier ausgeht, an diesem strudeligen Stück, seht ihr, wenn ihr dran bleibt. And action! Yay! The night, the stormy night, she closed her eyes.